Die Welt ist absolut schuldlos. Das ist ein harter Brocken, oder? Und die ganze Zeit über ist der Heilige Geist bei uns. Wir müssen hier nicht alleine durchgehen. Es ist für mich echt, danke. Also, da können wir uns echt drin fallen lassen, ja. Und wir müssen das hier nicht irgendwie erbringen und was leisten und diese ganzen Mühen sind überhaupt nicht gefordert, so wie ich es bisher angenommen hatte, weil mir das ja auf der weltlichen Ebene auch scheinbar die ganze Zeit so begegnet. Du musst dich benehmen, das, dies und das nicht machen. Du musst deinen Schulabschluss machen, du musst eine Ausbildung machen und dann am besten noch irgendwelche Abschlüsse zusätzlich, damit du jemand bist. Und vielleicht musst du noch verheiratet sein und du musst Kinder in die Welt setzen und du musst ja Geld verdienen und dir ein schönes Zuhause erschaffen, am besten mit einem Haus und all diese weltlichen Dinge. Du musst, du musst, du musst. Und dann kam irgendwann in meinem Leben die Du darfst Mentalität und ich bin noch nicht mal von zu Hause aus so erzogen worden. Es ist wirklich, dass mir das in der Welt so begegnet ist, dass mein Geist das so projiziert hat. Irgendwann, noch nicht mal in jungen Jahren, da war ich viel freier, als es sich dann später entwickelt hat. Und das hat nicht nur einen sehr tiefen Druck ausgeübt, sondern auch tiefes Leid mit sich gebracht, weil ich gemerkt habe, das ist es ja nicht. Das Glück, das die Menschheit sucht, findet sich nicht im Außen, in dem Haus, in der Familie, in dem Beruf. Denn das sind alles Dinge, die vergänglich sind. Und spätestens, wenn die Beziehung kaputt geht, der Job verloren geht, das Haus nicht mehr ist, oder. Sobald das, woran sich geklammert wurde, nicht mehr auf der Bildfläche erscheint, erscheint Leid. Und somit dürfte klar sein, die Freude daran war niemals wahr. Der Heilige Geist hingegen offenbart uns die Wahrheit. Er berichtigt unsere Fehlwahrnehmung. Und der Heilige Geist steht am Ende der Zeit, wo auch ich sein muss, weil er bei mir ist. Und deswegen brauche ich keine Zeit mehr zu machen, weil Zeit nichts ist als eine Illusion. Und dieses Herumgetänzel hier mit den verschiedenen Dingen im Außen bewirkt letzten Endes nur, dass ich die Dinge nicht so sehen kann, wie sie sind, weil ich nicht gelernt habe, zurückzutreten und mir die Dinge deuten zu lassen. Und weil ich es auch ganz ehrlich nicht geglaubt habe, dass ich nichts tun müsste, weil das Ego lehrt mich ja was ganz anderes und ich war die meiste Zeit in diesem Gedankensystem unterwegs und das Ego lehrt mich Schuld, das Ego lehrt mich, mich selbst anzugreifen und das muss natürlich dann die Schuld auch vermehren, logisch, und dann ist Schuld das Ergebnis von Angriff. Und in der Lehre des Ego gibt es demnach noch nicht mal ein Entrinnen aus der Schuld, weil der Angriff ja die Schuld wirklich macht.
Und somit dreht sich das Ganze im Kreis und es scheint keinen Ausweg zu geben. Das ist es, wie sich das ganze Leben hier darzustellen scheint. Und ich kenne auch Menschen, die haben scheinbar alles, was sie dachten, was sie bräuchten, und sind trotzdem auf der Suche, sind trotzdem nicht glücklich. Und das hat mir auch immer wieder gezeigt, es muss doch mehr geben. Es muss doch einen anderen Weg geben, wahrhaft glücklich zu sein, bedingungsloses Glück zu erfahren. Und zu begreifen, dass der letztendliche Zweck der Projektion immer ist, die Schuld loszuwerden, das war echt eine harte Nummer. Und das auch einzusehen, ist so befreiend und ich darf mich da auch immer wieder dran erinnern, weil so viele Gedanken vorher scheinbar noch Programm sind, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Programm, das immer wieder abläuft und das ich mit meinem So-Sein immer wieder unterbrechen darf. Pause, Stopp, innehalten, zurücktreten und es mir neu deuten zu lassen, was ich da gerade fehlwahrnehme. Und das ist eigentlich auch schon alles. Und dann richte ich meinen Glauben nicht mehr auf das Ego-Denksystem aus, sondern auf den Heiligen Geist oder auf die Liebe, die Quelle allen Seins. Es ist alles eins, das universelle Bewusstsein. Damit zu gehen, das vereint einfach alles. Und was bleibt, ist bedingungslose Freude im Sein, im Jetzt, weil es nur jetzt gibt. Und es ist Frieden, wahrhaftiger Geistesfrieden. Und nicht mehr diesen Wahnsinn zu leben, dieses Herumtänzeln. Und diese Auf- und Ups und Downs vor allen Dingen. Und wow, das ist einfach so ein Segen, dass ich ja so dankbar bin, damit gehen zu können, jetzt immer mehr und mehr. Und diese Dinge, die sich dann eben aus dieser ganzen Geistesschulung ergeben, dass die Welt schuldlos ist, dass ich unverletzlich bin, weil ich schuldlos bin und dass ich nur durch Schuld in der Vergangenheit festgehalten werden kann. Und dann kann ich nicht im Jetzt sein. Und nur im Jetzt kann ich nicht leiden. Und wenn ich aufhöre, mich selber zu verurteilen, projiziere ich das ja auch nicht mehr ins Außen. Und damit wird jedes Bild friedvoller, der ganze Film verändert sich. Und es ist eben das, was ich dann wahrnehme, heilige Gefährten, weil alles dann der geheilte Geist ist, das ist das, was ich dann sehe. Heilige Gefährten reisen mit mir. Und dann wird mir auch noch klar, es gibt auch keine Reise. Es ist alles ein einziges Erwachen. Und mit jeder Atmung tief in mein Herzbewusstsein und in diesem heiligen Augenblick der Stille erfahre ich es durch und durch. Deshalb
ist das mein Ziel. Mein Ziel ist die Quelle selbst. Lektion 287. Du bist mein Ziel, mein Vater, du allein. Wohin möchte ich sonst gehen als zum Himmel? Und was könnte ein Ersatz für Glück sein? Nichts anderes. Ich habe es echt versucht. Ich habe so viel versucht einzutauschen, rumzumuscheln in den Gegebenheiten. Und es ist mein einziges Ziel, der Frieden, die Liebe, die Quelle allen Seins, das universelle Bewusstsein in jedem neuen Augenblick voll und ganz zu leben. Die Erinnerung an dich, Vater, ist für mich dann das Ende der Träume. Und ich werde die Wahrheit nicht mehr versuchen zu ersetzen. Ich werde nicht mehr an Götzen glauben. Ich möchte nur so sein, wie du mich schufst. Und auf welche Weise, außer dieser, könnte ich erwarten, mein Selbst, mein So-Sein wiederzuerkennen und mit meiner Identität eins zu sein. Alles ist vergeben. Nichts ist geschehen. Du bist mein Ziel, mein Vater, du allein. Amen.